sind um etwa um 7 sind wir hier vom Camp aufgebrochen. Zuerst als Ganzes und dann haben wir uns nach und nach auf den Feldwegen in Großgruppen aufgeteilt. Ich war in der Großgruppe Gelber Finger. Und das war alles so eine Stunde, etwas mehr als eine Stunde, recht gemütlich. Und dann kamen die ersten Polizei, zuerst in Beobachtungsposition und dann später auch Blockaden auf dem Weg. Und wir haben probiert, uns aufzufächern und zum Teil sind sie uns auch nur nachgelaufen und dann mussten wir schneller laufen. Und es gab dann wirklich noch eine recht deutliche Blockade, aber mit sehr wenig Polizei. Also irgendwie, wir waren etwa 60 Leute und sie waren irgendwie 15 Leute. Das war machbar. Man kam da durch. Man musste einfach entschlossen sein. Und ja, ich bin da einfach durch und bin auch gestürzt. Aber das war dann einfach durchs Adrenalin stand ich wieder auf und ging weiter. Und das, andere haben das auch gemacht. Der größere Teil blieb dann dort noch zurück und ich weiß nicht, ich glaube, sie haben dann auch noch weiter gemacht. Ich weiß es nicht. Ja, das ist dann nach der ersten Blockade, die wir durchbrochen haben, hat mein Partner ziemlich viel abgekriegt. Also der hat ein Polizist ist auf ihn, glaube ich, draufgesessen und er hat den Nasenbluten. Und hat es trotzdem geschafft, weil er den er hat aus dem Proviantsack Cracker rausgeschmissen und das hat den Polizisten abgelenkt. Er wusste nicht, was das ist. Und er hat es deswegen geschafft. Und dann sind wir weitergegangen. Und dann sind andere Gruppen oder einfach, glaube ich, noch der gelbe Finger, einfach diese Großgruppe oder vielleicht sind auch noch andere dazu gekommen und wir sind dann an der Kante gelandet und dann an der Kante des Geländes. Aber da war ein Förderband auf der rechten Seite und auf der linken Seite ein breiter Weg, ein Hubschrauber in Position und dann sind plötzlich ganz viele Kastenwegen, also Polizeiautos, an uns links vorbeigefahren. Und dann war für mich so die Gefahr, ja, ich habe dann gedacht, ja, jetzt kesseln sie uns ein. Und dann habe ich mir das Förderband angeschaut und hielt das Risiko für gering, dass da was passiert, wenn man unten durchkriecht. Und das habe ich dann gewagt, weil es hätte mich genervt, wenn sie da uns alle einkesseln. Es hätte mich genervt, wenn ich da schon festgehalten worden wäre. Und dann war ich auf dem Gelände und ging aufs Gelände drauf und war vielleicht in diesem Moment der Einzige, der darüber war, weil der Hubschrauber ist mir tatsächlich gefolgt. Also es war so wie, es fühlte sich ein bisschen an wie in einem Actionfilm. Nach so 6-7 Minuten ist der Hubschrauber dann wieder zurück zu anderen, interessanteren Dingen. Ja, für den Moment war er vielleicht so 30 Meter über Boden. Sie wollten auch ein bisschen einschüchtern. Es hat recht viel Staub aufgewirbelt. Und eben zuerst war er bei der Großgruppe und dann ist er mir ein wenig gefolgt. So, ich bin etwa 2
Etagen runtergegangen, zum Teil, die wurden auch steiler, ich musste mir einen Ort suchen, wo ich gefahrfrei oder einigermaßen einfach so wie auf einem Rutschbahn runterrutschen konnte. Ja genau, ich habe auch die ersten Bagger von Weitem gesehen. In unserer Bezugsgruppe haben wir abgemacht, dass wir probieren, die unteren Bagger zu erreichen. Und es sah auch so aus, dass die oberen Bagger eine Art Falle sein könnten. Die sahen so einladend aus und es war niemand präsent scheinbar, dass ich das nicht für wahr haben wollte. Und da bin ich da auf die vierte oder fünfte Ebene, es hat so sechs Ebenen. Und habe mir dann einen Bagger ausgesucht von Leuten, wo ich hin wollte. Aber dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ein Mensch vom, wie sagt man, Wachschutz hinter mir war. Und dann bin ich die Böschung raufgeklettert. Und da war auch einer, zum Glück nicht so nah, aber ich bin erschrocken. Ich bin auf so einem Kohleklotz bin ich ausgerutscht. Und das sah so ungeschickt aus für diesen Wachmann, dass wahrscheinlich dachte, ich wäre leicht zu kriegen. Und dann bin ich aber doch, er hat gesagt, hey, lass das doch, das bringt doch nichts. Und dann bin ich entschlossen los über das Feld und meine Kondition war ziemlich schlecht. Also ich kam hier langsam vor, aber es ist auch schwierig dort schnell vor, also dort zu rennen ist nicht einfach. Und da tauchten dann noch mehrere, vor allem ein Geländefahrzeug tauchte auf. Und das war aber noch nicht in Reichweite, ein Lastwagen war näher. Und dieser gelbe Lastwagen hat probiert, mir den Weg abzuschneiden. Und ich bin dann in diese Richtung gerannt, wo er mir den Weg abschneiden wollte. Also, weil ich die Idee hatte, ihn so abzuhängen. Ich habe dann in dem Moment, wo er mir den Weg abschnitt, im letzten Moment noch kehrt gemacht und bin so hinten durch, konnte ich ihm entwischen. Und es gab einen Moment, wo ich wirklich dachte, dann später, sie kriegen mich. Weil ich war erschöpft und sie waren sehr nahe. Dann habe ich ausgeruht, der Wachmann kam nach, also habe ich innegehalten. Ich sah auch erschöpft aus und der Wachmann dachte wahrscheinlich, jetzt kriege ich ihn, oder? Dann habe ich, einfach weil mir die Sache wichtig war, habe ich gedacht, nein, jetzt gehst du weiter. Und habe es dann, ich hätte es nicht gedacht, dass ich es noch über so einen Erdwall schaffe, der dann runter zu den Schaufeln des Baggers führt. Also über den Wall hoch und dann runter die Böschung, wo die Schaufeln sind. Und die Schaufeln standen still, sonst hätte ich das wahrscheinlich schon nicht gemacht. Nein, ich hätte es nicht gemacht. Und bin dann auf eine Schaufel draufgeklettert. Der Wachmann stand oben an der Böschung. Und dann bin ich eine zweite Schaufel höher geklettert und dann innen an dem Schaufelrad hoch auf so eine Ebene, wo man stehen konnte, so einen Boden. So. Und ja, da waren vier, fünf Wachmänner und ich dachte, meine Kondition war im Arsch und
ich entschloss mich einfach festzukrallen. Also jetzt im Moment mache ich mir nur Sorgen, dass das irgendwo so zu hektisch klingt und irgendwo nicht so lustig und spannend rüberkommt, wie es war. Also lustig war es nicht, einfach interessant. Ich habe wirklich so ein paar Mal Schlenker gemacht und Erschöpfung, die ich selber hatte, noch ein bisschen vorgetäuscht, damit ich dann eben weiter konnte, dass sie das Gefühl hatten, sie gegen mich. Sie haben es recht lange psychologisch probiert, auch die Sympathie zu gewinnen. So einfach mir auch so, wie soll ich sagen, bodenständige Fragen gestellt, ja, dass ich denn davon halte, dass sie eben hier arbeiten und dass sie auch auf diesen Arbeitsplatz angewiesen seien. Und da hatten zwei offenbar Familie und die sagten, ja, sie müssen ihre Familien ernähren und wir fahren jeden Tag 80 Kilometer Auto. Und dann habe ich erzählt, der hat gesagt, ja, und du zahlst wahrscheinlich nicht mal Steuern und hast es viel leichter. Und dann habe ich ihm erzählt von einer Aktionsvorbereitung, einer anderen, wo ich 5 Wochen lang zwischen 3 und 4,5 Stunden geschlafen habe. Und ich habe einfach darauf geachtet, dass ich nichts von meiner richtigen Identität ihnen preisgebe, aber doch so auf sie eingehe, dass nicht mehr Spannung entsteht, wo sie denken, jetzt machen wir kurzen Prozess. Das haben sie dann irgendwann entschieden, jemand im Hintergrund hat es vielleicht entschieden, dass sie mich dort wegkriegen wollen. Und dann haben halt einfach die vier oder fünf, haben halt an mir gezogen und mich an den Handgelenken. Und ich habe mich nicht so sehr festgekrallt, weil ich hätte höchstens 10 Minuten dort, eine Viertelstunde hätte ich es hinauszögern können. Und das hätte dann, so wie es aussah, wären sie doch deutlich drüber geworden. Und wir haben viel über Energie-Themen geredet, über Alternativen und wie sie es eben dann aus der Braunkohle schaffen können. Ja, sie haben mich dann der Polizei übergeben und ich war so zweieinhalb Stunden nur bei der Polizei. Obwohl ich die Personalien nicht angegeben habe, haben sie mich dann nicht laufen lassen. Und sogar mit Wasser besorgt. Die Polizei war wirklich sehr human, also mir gegenüber, dort in dieser Situation. Der Werkschutz hat natürlich probiert, mich auszutricksen oder etwas über mich auszukriegen, aber ich habe sie zwar ein bisschen vollgequatscht, aber eben ein bisschen am Thema vorbei, dass sie nichts rausgeben. Und ich bin noch so in diesem Modus. Ja, ich habe Freude am Erlebnis. Ich glaube, es hat einen Unterschied gemacht. Vielleicht habe ich tatsächlich, und habe es mir nicht nur eingebildet, einen Helikopter von der Masse weggelockt. Vielleicht. Einfach die Maschine, die schaut nur so 40, vielleicht 50 Minuten still. Darf ich noch was sagen, was mir durch den Kopf ging vorhin? Ja, ja. Also, als ich die erste Schaufel erreichte, dort vom Bagger, und dort raufklettern konnte, hat es der Wachmann beobachtet. Und als ich die zweite raufkletterte, dann ging so ein Signal los. Und das war, glaube ich, das Signal, dass sie den anderen Teil des Baggers abschalteten. Das war so ein schöner Moment. Wie viele Leute es effektiv auf die Bagger geschafft haben oder
der Polizei und der Öffentlichkeit signalisieren konnten, hey, wir sind da viele und wir wollen das nicht und es wird zwar nicht von heute auf morgen sich ändern, aber es wird sich ändern. Das ist die Frage, ob es ein Erfolg ist. Für mich persönlich schon, aber für mich zählt die Bewegung. Weil die macht den Unterschied, ob wir es noch schaffen, das Ausmaß der Klimaveränderung einzudämmen.